Es ist Zeit fürs Stadtgespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die wirklich fit sind in jeder Corona-Regel, die gerade gilt, die noch im Auge hat, wie es auf nationaler Ebene ausschaut und in anderen Bundesländern, dann sind Sie ein Genie. Denn da gibt es im Moment wirklich viel zu bestaunen an neuen Vorschlägen, an alten Vorschlägen, an Sonderregelungen, an Sonderwegen oder doch den eigentlichen Wegen. Wie gut, dass unser Gast hier wirklich ausgezeichnet Bescheid weiß. Staatskanzleichef Florian Herrmann ist hier bei uns. Sie sind der oberste Corona-Koordinator und mit Ihnen bringen wir sicher Licht ins Dunkel. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Gieler. Es ist ja schon ein bisschen schwierig, die Übersicht zu behalten. Jetzt ist heute von Herrn Laschet der sogenannte Brücken-Lockdown ins Rennen geworfen worden, der jetzt die Zeit überbrücken soll, bis dann genügend geimpft ist. Andere sagen, nee, wir lassen alles beim Alten, harter Lockdown. Andere möchten gerne ein Tübinger Modell. Wo finden wir uns denn da jetzt zurecht? Also es wäre schon mal gut, wenn sich einfach alle an das halten, was vereinbart wurde zwischen den Bundesländern, Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin. Und es beinhaltet insbesondere die Regelung der Notbremse. Das heißt, dort, wo das Infektionsgeschehen wieder zu intensiv wird, also sprich über die Inzidenz von 100 geht, auch wieder einschränkendere Maßnahmen zu ergreifen, nicht die Lockerungen immer weiter voranzutreiben. Denn wir sind schon in der kritischen Phase derzeit. Diese britische Variante des Virus hat die ursprüngliche Variante im Grunde genommen völlig abgelöst. Das heißt, im Grunde ist es wie eine zusätzliche, wie eine neue Pandemie. Die britische Variante ist stärker ansteckend. Sie verursacht auch schwerere Erkrankungen. Das heißt, eine Situation, die wirklich gefährlich ist, die zu explosiv zu werden droht. Und das Ganze in der Phase, wo wir eigentlich die Impfungen vorantreiben wollen. Das heißt, es geht nach wie vor darum, das Infektionsgeschehen niedrig zu halten. Das heißt, umsichtig und vorsichtig zu sein, Kontakte zu vermeiden und Mobilität einzuschränken. In Bayern ist etwas nicht passiert, was aber sehr wohl in Baden-Württemberg passiert ist. Am Osterwochenende, da gab es mit tausenden Leuten eine Querdenker-Demo, selbstverständlich ohne Abstand, ohne Masken etc. Jetzt sind Sie selbst ja an Corona erkrankt und wieder genesen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Leute sehen? Also man hat halt eigentlich kein Verständnis bei aller Berechtigung, selbstverständlich in der Demokratie, die Demonstrationen haben. Das Demonstrationsfreiheits- oder Grundrecht ist ein ganz wichtiges für die Demokratie, aber wir haben halt auch Grundrechte nicht komplett schrankenlos und vor allem nicht so, dass man andere Menschen gefährdet. Und ich glaube, dass mittlerweile bis auf wirklich die Querdenker und Leute, die also Corona-Leugner sind und Ähnliches, alle verstanden haben, dass das eben nicht nur eine leichte Grippe ist, wie das ganz am Anfang hieß, sondern dass es wirklich eine schwere Infektionskrankheit ist, die zu wirklich dramatischen Folgen führen kann. Gott sei Dank war das bei mir ein sehr milder Verlauf, nahezu ohne Symptome. Aber ich kenne halt auch genug und ich glaube, mittlerweile kennt jeder jemanden, der halt auch schwerer erkrankt ist, wenn nicht sogar dran verstorben ist. Und deshalb ist das Verständnis für Demonstrationen, an denen auch noch die Kontaktbeschränkung, der Abstand nicht gehalten wird, an denen absichtlich keine Masken getragen werden. Das ist eine ganz krasse Provokation, die auch nicht akzeptabel ist. Ich bin froh, dass das in München ganz offenkundig jetzt am Wochenende nicht so war. Und aus meiner Sicht kann man daraus auch ablesen, dass schon ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger sich nicht nur an die Regeln hält, sondern auch die Regeln richtig findet und wirklich der Meinung ist, dass jeder Einzelne daran mitwirken muss, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, einzudämmen. Jetzt hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir ja in einem Superwahljahr sind und dass das schon auch seine Schatten wirft. Also zum Beispiel die Umfragewerte sinken, ich mache mal lieber ein paar Lockerungen mit. Ist das tatsächlich so, dass es diese Gemengelage gibt zwischen sachlichen Entscheidungen, was ist richtig? Und ich gucke aber dann auch mit einem Auge immer auf die Hochrechnung. Das ist ein Verdacht, den man haben kann, aber den kann ich also jedenfalls für die bayerische Staatsregierung, auch für unseren Ministerpräsidenten komplett ausschließen, weil wir von Anfang an den Weg der Vorsicht und Umsicht eingeschlagen hatten, von Anfang an Corona extrem ernst genommen haben und von Anfang an den Schutz der Bevölkerung wirklich als
zentrale Maßgabe in den Fokus unserer Entscheidungen gestellt haben. Also dieses, die Fakten versuchen, so gut wie möglich auch mit Experten zusammen, mit den Virologen, Epidemiologen, mit den Ärzten richtig zu analysieren und daraus die richtigen Entscheidungen abzuleiten. Das folgt bei uns wirklich dem Anspruch, dem Schutz der Bevölkerung zu dienen und dafür zu sorgen, dass möglichst wenig erkranken und möglichst wenig dran versterben. Sie haben gerade die Experten angesprochen, mit denen Sie darüber reden und sich eine Meinung bilden. Manchmal gibt es da aber auch Verwirrendes, zum Beispiel von heute auf morgen eine völlig neue Einschätzung von AstraZeneca. Also mit dem hatten Sie ja auch Pläne und dies war ja auch fest eingeplant beim Impffortschritt. Wie sehr hat das jetzt alles durcheinander geworfen? Naja, es ist natürlich ein Rückschlag, wenn ein Impfstoff, den man ganz normal einplant für die ganze Impfkampagne, auf einmal anders empfohlen wird, als er noch wenige Tage vorher empfohlen wurde. Jetzt eben bei AstraZeneca nur noch für die über 60-Jährigen. Es sind aber letztlich, oder es ist der Rat von Expertinnen und Experten. Und man tut sich natürlich schwer, wenn man in der politischen Entscheidung steht, derartige Ratschläge einfach zu ignorieren und zu sagen, das mag schon sein, dass ihr das so seht, aber wir verimpfen das trotzdem. Weil auch da geht es am Ende wieder um Menschenleben. Und diese Einschätzung, wie hoch ist die Gefahr wirklich mit den Gehirnvenenthrombosen, das müssen uns die Experten sagen. Misslich ist nur, wenn auch die Experten da zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen und die Ständige Impfkommission der Meinung ist, nur noch über 60, während die EMA, also die Zulassungsbehörde auf der europäischen Ebene, sagt, da sehen Sie eigentlich keine Einschränkung. Und das macht es für uns nicht einfacher, aber trotzdem, wir müssen dann die Situation annehmen und entsprechend entscheiden, beziehungsweise die Empfehlung kam ja dann letztlich vom Bund und wir haben sie auch ein Stück weit flexibilisiert, weil natürlich am Ende schon immer noch der Patient zusammen mit seinem Hausarzt beispielsweise entscheidet, ob das individuelle Risiko tragbar ist oder nicht. Und von daher ist es jetzt kein Impfverbot, was AstraZeneca betrifft. Und wenn jemand sagt, ich wäge das für mich so ab. Und ich meine, es ist ja auch nur ein ganz geringer Anteil der Menschen, die da mit den Thrombosen zu leiden haben, dann kann das auch verimpft werden. Das, was Sie da angesprochen haben, die unterschiedliche Beurteilung des Medikaments, das kann man ja eigentlich auf jedes andere Gebiet ganz genauso übertragen. Also zum Beispiel, welche Form von Lockdown brauchen wir jetzt? Es wird für jede Version Experten geben, die sagen, und genau so ist es richtig. Also Drosten hat jetzt davon gesprochen, wir brauchen einen Holzhammer, also alles runterfahren. Andere sagen, wir können das jetzt nicht machen, die Leute gehen alle in die Depression. Wie entscheiden Sie auch in der Staatsregierung, auf wen Sie jetzt dann letztendlich hören und welche Expertenmeinung Sie tragfähig finden? Schwierige Frage und schwierige Herausforderung, die wir ständig haben, die man natürlich bei anderen politischen Themen auch hat, aber nicht so akut wie bei Corona, weil Corona ist ja nach wie vor Gefahrenabwehr. Da ist nach wie vor immer die Geschwindigkeit der Entscheidung auch wichtig, um nicht nur wertvolle Zeit zu verlieren. Klar ist auch, wir hatten von Anfang an hatten wir nicht nur den einen Experten, der quasi der Guru ist, nach dem er sich ausrichtet, sondern das ist immer eine Gruppe von Expertinnen und Experten der unterschiedlichsten Fachrichtungen. Ich meine, da gibt es die Epidemiologen, da gibt es die Modellierer, die Rechner, die aus Szenarien darstellen, wie entwickelt sich die Epidemie weiter, wenn man nicht die und jene Maßnahmen ergreift. Dann gibt es die Kliniker, die uns sagen, Achtung, wenn die Betten volllaufen, dann wird es schwierig. Und dann gibt es natürlich die Virologen, die uns erklären, wie sich das Virus entwickelt, wie gefährlich die Mutation ist etc. Und dann gibt es natürlich noch die Vertreter der Wirtschaft, die auch sagen, wir haben natürlich die und jene Interessen. Das ist nicht immer das Interesse, möglichst schnell alles öffnen. Das ist auch ein Weg der Vorsicht und Umsicht, der da gegangen wird, weil jeder halt weiß, wenn ich jetzt zu hektisch mache, dann bin ich auf die längere Sicht gebunden an Corona und an die Auswirkungen. Von daher, es ist immer die Summe, da muss man dann halt einen klugen Weg finden. Es hat dann auch was natürlich zu tun mit Geduld der Bevölkerung, aber auch mit Überzeugung der Bevölkerung, dass die Menschen aus Überzeugung das Ganze also akzeptieren, dass es notwendig ist und auch sich selber dann auch verhalten. Aber immerhin, es gibt Umfragen, die halt zeigen,
ungefähr 70% der Bevölkerung sagen, die Maßnahmen sind richtig oder könnten sogar noch strenger sein. Das heißt, dieser Kurs der Umsicht und Vorsicht ist nach wie vor der richtige und deshalb verfolgen wir den auch nach wie vor weiter. Aber wäre der nicht sogar noch vielleicht leichter zu verankern, auch bei den Leuten, wenn nicht laufend dieser Überbietungswettbewerb stattfinden würde? Nee, wir machen das jetzt mal so, nee, wir machen das anders. Dann kommt ja auch der Neid auf. Also wieso darf ich in dem und dem Bundesland das, aber bei uns nicht? Was ist denn so schwierig dran, da irgendwie eine Linie reinzubringen, wo wir dann alle sagen, okay, jetzt ist es so, aus? Also wir sagen ja, jedenfalls wir haben für uns in Bayern diese Regelungen, vor allem mit der Notbremsenregelung, wenn 100 überschritten wird, dass man dann wieder die Kontakte stärker beschränkt, die Mobilität stärker einschränkt. Die haben wir für uns ja angenommen und wenden das auch konsequent an. Was es übrigens dann auch einfacher macht, wenn ich sage, so ist die Matrix, nach dem Mechanismus funktioniert. Das kann man auch, ist auch nicht so kompliziert, das kann auch jeder für sich verstehen, dass ab 100 dann eine Ausgangsbeschränkung ist am Abend und. Und da muss ich nicht jedes Mal auch wieder politisch nachsteuern, sondern das ist dann ein Mechanismus, der so funktioniert. Natürlich haben unterschiedliche Bundesländer unterschiedliche Ausgangspositionen, unterschiedliche Betroffenheit, das ist auch klar. Und trotzdem wäre es gut, dass diese Grundlinie einheitlich vollzogen wird, weil das trägt auch zur Glaubwürdigkeit bei und dazu, dass die Leute dem auch vertrauen. Jetzt geht schon wieder das Gerücht, dass vielleicht diese Woche doch noch die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sich noch mal treffen sollen, virtuell oder tatsächlich. Kommt das auf uns zu? Also wird jetzt schon wieder eine Diskussionsrunde eingelegt, Ihrer Einschätzung nach? Also ich weiß nur, dass eigentlich geplant war, bei der letzten MPK, dass die nächste jetzt am Montag stattfindet, am 12. Und andere Pläne sind mir auch nicht bekannt. Dann schauen wir mal, ob das tatsächlich so bleibt oder ob uns Armin Laschet mit seinem Vorschlag eines Brücken-Lockdowns nicht vielleicht doch noch eine frühere Entscheidung da ja fast schon abnötigt. Die Impfsituation wird sehr unterschiedlich bewertet. Wie ist die Impfsituation in Bayern? Also wir arbeiten uns ganz gut voran. Entscheidender Punkt sind ja bei uns jetzt ist nicht die Logistik, die Infrastruktur, die steht von Anfang an. Wir haben über 100 Impfzentren. Mittlerweile sind ja seit 1. April auch die Hausarztpraxen mit involviert. Das funktioniert auch. Hatten auch eine sehr gute Besprechung mit allen, die da dran beteiligt sind, inklusive Kassenärztliche Vereinigung, Hausärzteverband etc. Entscheidender Punkt ist nach wie vor die Verfügbarkeit von Impfstoff, also die Lieferung einfach von den Unternehmen. Wobei da jetzt fürs zweite Quartal ja für Deutschland insgesamt 70 Millionen Impfdosen vorgesehen sind. Das heißt, es kann jetzt schon im zweiten Quartal ein deutlicher Schub kommen. In Bayern haben wir immerhin das Ziel erreicht, was wirklich ganz wichtig war von Anfang an, dass wir im Bereich der über 80-Jährigen den Impfschutz deutlich erhöht haben. Das heißt, die Menschen, die in Heimen leben und über 80 sind, sind zu deutlich über 80% mittlerweile sogar zweitgeimpft, beide Impfungen erhalten. Und in der Bevölkerung über 80, die auch noch zu Hause lebt oder halt nicht in den Heimen liegt, sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Das war deshalb wichtig, weil gerade die Gruppe ist, die in den ersten beiden Wellen die war, die von Todesfällen am meisten betroffen war. Und jetzt können wir erkennen, dass die Inzidenz also die Infektionszahlen in der Gruppe der über 80-Jährigen deutlich gesunken ist, während aktuell eher die der jüngeren Altersgruppen, auch der ganz Jungen, steigt. Das heißt, das war wirklich ein erfolgreicher Punkt. Und wenn die einfach schon mal alle geimpft sind, ist da auch eine große Sorge erledigt. Das heißt, wir haben auch bei der Impfung eine Dynamik aufgenommen und die hat Fahrt aufgenommen. Und es muss jetzt einfach so weitergehen. Wenn der Impfstoff kommt, wird er verimpft, da bleibt in Bayern nichts übrig. Das ist ja auch immer wieder so eine Schlagzeile, die man oft liest, also dass Millionen Dosen zurückgehalten werden, die dann verfallen. Ist das so? Also für Bayern ist mir das nicht bekannt. Man muss natürlich immer sehen, dass es einfach bestimmte Lieferungen gibt, die an bestimmten Tagen stattfinden.
und für einen bestimmten Zeitraum sind und natürlich nicht am Tag 1 sofort alle Dosen verimpft werden. Das heißt, die sind natürlich dann über mehrere Tage verfügbar. Und auf der anderen Seite haben wir ja noch einen gewissen Grundstock an Impfdosen für die Zweitimpfung, die man ja immer aufheben muss. Wobei wir ja auch gesagt haben, wir wollen diesen und Tumor auch den Zeitraum so lang wie möglich machen zwischen der Erst- und der Zweitimpfung, damit man mit den Erstimpfungen möglichst zügig vorankommt. Also sprich, es wurde auch der Vorrat für die Zweitimpfungen deutlich reduziert. Und tatsächlich übrig bleiben sollte eigentlich nichts. Und nach meinen Informationen gibt es also nicht irgendwelche Lager, wo Impfstoffe sind. Wir sind ja selber froh, wenn er einfach zügig verimpft wird. Das ist eigentlich logisch, ja. Der Gesundheitsminister sagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die Schulen noch mal schließen müssen. Ist das wahrscheinlich? Also wir haben ja diese Woche noch Kabinett und werden uns da mit all diesen Fragen beschäftigen. Was die Schulen betrifft, haben wir eigentlich jetzt in der Zeit vor den Ferien eine klare Marschrichtung festgelegt und auch eine Perspektive für nach den Ferien. Und die bedeutet immer möglichst viel testen, um den Infektionsherd oder die Infektionsgefahr, die halt durch das Zusammenkommen von vielen Schülerinnen und Schülern einfach steigt. Und das zeigen ja auch wieder Studien, die zeigen, dass jetzt gerade bei der britischen Variante auch die Jüngeren stärker infektiös sind. Das heißt, wir wollen das ja nicht, dass die Schulen Hotspots werden. Das kann man aber durch Testen möglichst schnell feststellen. Also wir haben mittlerweile alle Tests, also diese Schnelltests, die Selbsttests, die über die Landratsämter an die Schulen ausgeliefert. Das heißt, es müsste so, wie es geplant war, jetzt nach Ostern eigentlich gut funktionieren. Natürlich beobachten wir immer die Entwicklung bei der Inzidenz. Und wir haben ja diese Regelung Notbremse. Wenn es über 100 geht, dann ist wieder mehr Distanzunterricht, als wenn es unter 100 ist. Sie sind normalerweise jemand, der sehr selten in den Schlagzeilen zu finden ist und eigentlich geräuschlos hinter der Kulisse tätig ist. Vor kurzem aber mal gab es die Schlagzeile dann doch, als Sie den Lehrerverbänden keinen guten Ton unterstellt haben. Was ist da denn passiert? Also das bezog sich nur auf einen Lehrerverband, nämlich den BLLV, der im Grunde ultimativ gefordert hat, dass Schule im Präsenzunterricht erst wieder stattfinden kann, wenn die Lehrer geimpft sind. Und ich fand einfach diesen Stil, quasi Ultimaten zu stellen, den fand ich einfach unangebracht. Das haben auch andere Lehrerverbände, die haben sich ja dazu auch geäußert, haben sich auch distanziert von diesem Stil, weil wir so halt miteinander nicht umgehen können. Man muss ja auch im Blick haben, es gibt viele Berufsgruppen, die auch Kontakt haben mit anderen, teilweise in weniger geschützten Räumen als in Klassenzimmern. Wenn man andere Beamtengruppen mal in den Blick nimmt, wie Polizisten, aber auch ganz andere Berufsgruppen, wie die Verkäuferin im Laden oder Ähnliches, dann wird die auch nicht ihrem Chef sagen, ich komme erst wieder, wenn ich geimpft bin. Und diese Art, miteinander umzugehen, die fand ich einfach unangemessen. Gab es da eine Reaktion darauf? Also ist das jetzt wieder ein befriedetes Verhältnis? Weil es ist ja tatsächlich schon länger so, dass in der sogenannten Schulfamilie ziemlich Unruhe ist seit Corona. Also die Eltern, die Schüler, der Landesschülerbeirat, die Lehrer. Kann man da jetzt wieder miteinander reden und gut miteinander reden? Naja, wir sind natürlich im ständigen Austausch. Und man muss natürlich sagen, es gibt unterschiedlichste Verbände. Im Grunde für jede Schulart gibt es einen Verband und auch für jeden Teil der Schulfamilie, also für die Lehrer, für die Schüler, für die Eltern. Und dass da nicht immer auch alle in eine Richtung marschieren, ist irgendwie logisch. Macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Das heißt, wenn sich ein Verband äußert, heißt es nicht, dass das die Meinung aller ist. Auch da kriegt man dann Rückmeldungen von Lehrern und Schülern, die sagen, also ich sehe das voll anders. Da muss man eben trotzdem einfach sehen, insgesamt den Überblick zu behalten. Das ist bei Schulthemen nie ganz einfach, weil da halt jeder unterschiedliche Meinungen hat. Den einen ist alles zu locker, den anderen ist es zu streng. Das ist eben die Situation, aber da muss man einfach drüber reden und immer versuchen, der besten Lösung am nächsten zu kommen. Wir machen es uns jetzt ganz einfach, nämlich eine kurze Pause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gleich geht's weiter mit dem Stadtgespräch.
Stadtgespräch Teil 2. Florian Herrmann ist noch mein Gast, worüber ich mich sehr freue. Und Herr Herrmann, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber jetzt kommen ja dann die Reiserückkehrer zum Beispiel von Mallorca zurück. Wir sagen unseren eigenen Leuten, bitte überrennt nicht die Ausflugsziele, aber man darf nach Malle zum Feiern. Solche Sachen sind doch irgendwie skurril, oder? Ja, das sind natürlich Erscheinungsformen einer Pandemie, die einen halt auch beschäftigen. Die Erklärung ist relativ einfach, weil eben das Robert-Koch-Institut sagt, Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Das heißt, da gibt es auch keine Quarantäne, wenn man zurückkehrt. Trotzdem ist es schwer nachvollziehbar, weil es natürlich auch schwierig ist, innerhalb Deutschlands irgendwo hinzufahren, weil eben alle Hotels geschlossen sind. Das heißt, ich kann nach Malle fahren, aber ich kann jetzt nicht nach Norddeutschland oder nach Süddeutschland in Urlaub fahren. Wir haben halt jetzt trotzdem die Testpflicht für die Urlaubsrückkehrer, auch wenn es eben nicht aus dem Hochrisiko oder Risikogebiet ist. Und der Appell an alle lautet natürlich, Kontakte beschränken und Mobilität einschränken, weil beides einfach genau das ist, was das Virus braucht, um sich weiter zu verbreiten. Und wenn wir da uns jetzt einfach noch insgesamt zusammenreißen als Gesellschaft, dann sind wir dem Ende der Pandemie näher, als wenn wir das nicht tun. Zusammenreißen, das wäre ein Wunsch auch an den einen oder anderen Abgeordneten der CSU, sei es in Berlin oder sei es in Bayern, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen mit der Pandemie. Als Sie diese Nachrichten erreicht haben, zuerst von Herrn Nüßlein und dann von Herrn Sauter, und wir schauen mal, was noch alles nachkommt. Wie haben Sie das, was war so die erste Reaktion? Ich glaube, so wie jeder darauf reagiert, nämlich mit eigentlich Entsetzen, weil es einfach erstens nie geht, private, geschäftliche Dinge zu vermischen mit dem Auftrag, den man als Abgeordneter, als Volksvertreter hat. Diese Vermischung, die geht nie. Und in der Pandemie, vor allem wenn wir uns zurückversetzen vor einem Jahr, als die Materialien wirklich knapp waren, als die Kliniken Alarm geschlagen haben, was die Masken betrifft, was die Schutzausstattung betrifft, als wir teilweise nicht wussten, wie jetzt die nächsten Tage weitergehen, dass man dann genau in diesem Komplex oder in diesem Umfeld dann quasi persönliche Geschäfte macht und dann persönlich auch nicht nur unbedeutende Beträge, jedenfalls so wie das alles berichtet wird, einheimst. Also das ist schon schwerer Tobak. Etwas erschütternd fand ich den Fall von Alfred Sauter, muss ich sagen. Der ist Anwalt, also Organ der Rechtspflege, wie das so schön heißt. Auf der anderen Seite war er auch noch bayerischer Justizminister. Also wenn man etwas weiß, dann dass der die Gesetzeslage ganz genau kennt. Also hier kann man nicht sagen, das war mal ein Versehen oder das war nicht so gemeint, sondern das war System. Also man muss jetzt da einfach ganz knallhart reinen Tisch machen. Und ich denke, die Konsequenzen, die beiden genannten ziehen mussten, nämlich aus den Fraktionen auszuscheiden, ihre parteilichen Ämter alle niederzulegen. Das ist schon ein klarer Schnitt, der aber auch notwendig ist und richtig ist. Wir haben einen entsprechenden Kodex, Ethik-Kodex innerhalb der CSU, auch was geht und was nicht geht. Der wird jetzt auch oder wurde auch noch einmal nachgeschärft, um genau diese Vermischungen deutlich zu brandmarken als etwas, was einfach für einen Abgeordneten, für eine Abgeordnete nicht angemessen ist. Und dem muss auch jeder sich unterwerfen. Es muss da auch eine entsprechende Ehrenerklärung abgegeben werden von allen, die kandidieren wollen für Ämter, damit einfach von vornherein klar ist, ich muss mich halt entscheiden, will ich Volksvertreter werden oder will ich Vertreter meiner eigenen Interessen sein. Und beides zu kombinieren, das geht eben nicht. Ist ja gerade im Fall von Anwälten relativ schwierig, das auch mit so einem Ehrenkodex abzudecken, weil wenn der weiter arbeitet und dann eben sagt, ja, meine Kanzlei hat das und das gemacht, greift dieser Ehrenkodex da? Also dass zum Beispiel so ein Fall wie bei Alfred Sauter verhindert wird künftig? Naja, natürlich greift er, weil es immer ja um die Frage der konkreten Vermischung geht oder des konkreten Ausnützens der eigenen Abgeordnetenposition für eine berufliche, anderweitige berufliche Tätigkeit, sei es eben als Anwalt oder in anderer Form. Und diese Trennung, die ist jetzt nicht so kompliziert, als dass man sie nicht erkennen könnte oder die Vermischung erkennen könnte.
wenn jemand als Anwalt tätig ist und irgendjemand in einem Arbeitsrechtsstreit, in einem Familienstreit, egal in welcher Sache, vertritt, dann gibt es da keine Überschneidung. Aber wenn das eben in diesem staatsnahen Bereich ist, wenn ich vielleicht sogar eine Firma gegenüber dem Freistaat vertrete oder umgekehrt, dann komme ich schon in dieses Fahrwasser, wo man einfach genau hinschauen muss und sagen muss, diese Verknüpfung, diese Vermischung, die geht nicht. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich habe schon immer gewusst, die ganzen CSUler, alles Amigos, da hat sich überhaupt nichts geändert. Und davon werden ja auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen getroffen, die ihr Leben lang sich sehr wohl an alle diese Regeln gehalten haben. Was für eine Stimmung ist denn da in der Fraktion? Es ist halt immer so, dass es reicht, wenn es ganz wenige, manchmal nur ein einziges schwarzes Schaf gibt, um alle zu diskreditieren, die eigentlich nicht nur nach Recht und Gesetz, sondern auch nach den Regeln des Anstands handeln und sich verhalten, sich nichts selber zu Schulden kommen lassen, die dann jetzt einfach quasi da in Mithaft genommen werden oder quasi so pauschal verurteilt werden, die Politiker sind doch eh alle korrupt etc. Und das ist natürlich etwas, was die Kolleginnen und Kollegen schon ärgert, weshalb auch das so notwendig ist, dass man hier einen klaren Strich auch zieht, dass man wirklich reinen Tisch macht, dass man mit diese Vorfälle sauber aufarbeitet und dann halt so gut es geht sicherstellt, dass sich das nicht wiederholt. Weil natürlich auch klar ist, wenn einer vorsätzlich gegen Regeln verstoßen will, dann wird er das immer tun. Aber da einfach die Hemmschwelle, die Hürden so hoch zu setzen, dass das einfach von vornherein, so gut es geht, ausgeschlossen wird. Wird es noch neue Regeln mit dazugeben? Also wird es eine Verschärfung geben in irgendeiner Art und Weise, dass man das als vertrauensbildende Maßnahme zählen könnte? Also der Bund ist ja da schon vorangeschritten. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat ja schon bestimmte Ausschlussregeln formuliert, was Führungsfunktionen betrifft und entsprechend Tätigkeiten nebenher, um einfach auch deutlich zu machen, Abgeordneter ist eben, jedenfalls im Bayerischen Landtag, im Deutschen Bundestag, ein Hauptamt, eine Vollzeitbeschäftigung. Nicht nur so ein Nebenjob, den man auch noch so macht, sondern es fordert einen ganz. Da muss man sich halt gut für sich selber überlegen, wo man seinen Schwerpunkt setzt. Und wenn man eben Abgeordneter ist, Volksvertreter ist, dann muss das im Fokus stehen. Und in diesen Gedanken hin werden die Regeln auch nachgeschärft. Müssten die eigentlich die betroffenen Kollegen, selbst wenn die Unschuldsvermutung gilt, aber beim Stand der Ermittlungen muss man doch eigentlich auch sagen, ihr habt in unserer Partei nichts mehr zu suchen? Das ist ja so, dass dass Alfred Sauter zum Beispiel seine zahlreichen Parteiämter aufgegeben hat. Mhm. Seine Fraktionszugehörigkeit aufgegeben hat. Jetzt den nächsten Schritt noch zu gehen, ist aktuell aus meiner Sicht nicht angezeigt, wobei auch klar ist, und das ist übrigens eine der Neuregelungen, die es jetzt auch innerhalb der CSU geben wird, dass wenn man eben gegen diesen Kodex verstößt, dass dann als rechtliche Konsequenz auch ein Parteiausschluss möglich ist. Parteiausschluss ist ja wirklich eine sehr starke Waffe, die aber auch erst bei einer sehr hohen Hürde möglich ist, sodass es dann wirksam werden kann, dass das gerechtfertigt ist. Und genau diese Verschärfung innerhalb der Satzung der CSU, die wird eben auch kommen. Warten wir ab, wie sich das auswirkt. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Bundestagswahl haben oder zumindest jetzt auf den momentanen Stand der Wählergunst. Glauben Sie, das heilt bis dahin? Das Thema ist vergessen bis dahin? Ist immer schwer einzuschätzen, welche Ereignisse die Wählergunst mehr oder weniger stark beeinflussen. Ist es das Thema Corona? Ist es das Thema derartiger Skandale? Oder sind es die langfristigen Fragen, Klimapolitik, die Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft? Ist immer schwer einzuschätzen. Aber klar ist auch, nützen tun derartige Skandale natürlich niemandem. Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist wirklich schonungslose Aufklärung, reinen Tisch machen und auch durch die Reaktion zeigen, dass man das verstanden hat und dass man
alles daran setzt, derartige Dinge für die Zukunft auszuschließen. Heißt das, dass Sie davon ausgehen, dass es mit diesen beiden Fällen auch dann tatsächlich vorbei ist? Oder geht man jetzt doch mal in der Fraktion rum und sagt, du machst da nichts auch in die Richtung, oder? Also es wurde ja von allen Fraktionskolleginnen und Kollegen genau diese Frage wurde abgefragt und jeder konnte eben erklären, dass er in diesem Kontext Maskenbeschaffung oder Ähnliches keine wirtschaftlichen Vorteile daraus gezogen hat. Man muss natürlich ganz klar sagen, damals haben sich viele bemüht, zu helfen, was die Maskenbeschaffung betrifft. Da gab es ja auch viele, viele Leute, die unterwegs waren, teilweise seriös, teilweise nicht seriös, die angeboten haben, ich habe hier einen, der kennt einen, der aus China irgendwie. Und das war natürlich häufig gut gemeint. Das ist alles geprüft worden natürlich. Ist es seriös? Wie viel kostet das? Und so fort. Das ist auch ganz okay, wenn sich da auch Abgeordnete dann einsetzen und sagen, ich habe da was gehört. Das Problem ist, wenn ich das mit eigenen wirtschaftlichen Interessen, mit Provisionszahlungen oder Ähnliches verknüpfe. Aber das konnten alle ausschließen in unserer Fraktion. Von daher erwarte ich da jetzt nichts mehr. Müssen wir uns demnächst einen neuen bayerischen Ministerpräsidenten suchen? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn Sie auf die Bundestagswahl und die Frage der Kanzlerkandidatur ansprechen, da wird es ja erstmal darum gehen, einen Kanzlerkandidaten für die Union zu küren. Die Marschrichtung ist da ja vorgegeben, nämlich zwischen Ostern und Pfingsten wird die Entscheidung getroffen werden zwischen beiden Parteien, CDU und CSU, in Einvernehmen. Unser Parteivorsitzender sagt immer, es sollte jedenfalls noch vor der Bundestagswahl entschieden werden. Da hat er natürlich recht. Und insofern werden wir jetzt sehen, was die nächsten Wochen passiert. Jetzt muss ich natürlich die Chance ausnutzen, weil es gibt fast niemanden, der so dicht an Söder dran ist wie Sie. Wie hätte er denn überhaupt Lust? Also er sagt ja zu der Frage immer, mein Platz ist in Bayern. Und ja, dass die Frage, sagt das nicht jeder, der vielleicht woanders auch was werden möchte. Das ist, glaube ich, halt mal unter Standard, oder? Also da müssten Sie fast mit ihm selber ein Stadtgespräch drüber führen. Das werden wir bei Gelegenheit sicher tun. Lassen Sie uns zumindest einen Teil dieser Sendung mal jenseits von Corona schauen. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Sie haben, die Staatsregierung hat ja große Pläne in Sachen Klimaschutz, in Sachen Umbau und Modernisierung von Bayern. Kann denn überhaupt irgendetwas davon im Moment beackert werden oder sind sowieso nur alle mit Corona beschäftigt und alles andere muss sich unterordnen? Natürlich dominiert Corona die politische Agenda von früh bis spät, das stimmt, weil einfach die Lage dynamisch ist, weil jeden Tag wieder was Neues ist und wenn man denkt, es ist nichts, dann kommt wieder die STIKO und sagt, nur für über 60, die ständige Impfkommission, ja, die dann wieder sagt, nur die über 60-Jährigen sollen geimpft werden, dann muss man da wieder überlegen, wie geht's weiter. Das heißt, man ist schon wirklich in diesem Corona-Modus von früh bis spät. Gleichwohl gibt es natürlich andere Themen, die auch wichtig sind, vor allem wenn man sich langfristig und mittelfristig Gedanken macht, wie es weitergeht. Wir haben in der ganzen Corona-Situation ja trotzdem zum Beispiel unsere Hightech-Agenda weiterentwickelt, Hightech-Agenda Plus, indem wir sie beschleunigt haben, weil wir eben sagen, wir brauchen Antworten auf die Herausforderungen, die uns die globale Wirtschaft, die uns die technische Entwicklung beschert. Wir wollen auch in Bayern die Arbeitsplätze der Zukunft haben. Das heißt, wir müssen bei den Schlüsseltechnologien Anschluss halten können mit der Entwicklung weltweit, gerade was Digitalisierung betrifft, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, all diese Fragen. Das hatten wir vor Corona in den Blick genommen mit der Hightech-Agenda und haben es jetzt beschleunigt, weil da waren ja zum Beispiel viele Professoren Berufungen vorgesehen, neue Professorenstellen etc. Und das jetzt nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern beschleunigt anzupacken. Das ist unsere Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, die Corona eben mit sich bringt. Wobei man sich schon langsam fragt, wo kommt denn dieses ganze Geld her? Also das ist ja, sind ja vom Bund schon ungeheure Summen, aber Bayern schiebt ja immer noch was hinterher und auch diese Beträge haben eine beträchtliche Höhe. Heißt es jetzt, irgendwo wird gespart, irgendwas wird nicht stattfinden? Also steht der Finanzminister gerade irgendwie da und sagt jedem Kollegen, was er nicht ausgeben darf, damit das Geld überhaupt noch da ist? Oder machen wir jetzt einfach mal Schulden und abwinken?
Also so leicht geht es natürlich nicht. Erstens, weil wir das ordnungspolitisch nicht wollen. Zweitens, weil wir eine Verfassung haben, die sagt, man kann nicht, man muss sich an eine Schuldengrenze, Schuldenbeschränkung halten. Drittens hat Gott sei Dank Bayern über die letzten Jahre sehr gut gewirtschaftet, sodass entsprechende Rücklagen vorhanden sind, sodass unsere Haushalte immer solide waren. Trotzdem, wir haben jetzt diesen Gesamtrahmen von 20 Milliarden über die Notsituation Corona finanziert. Aber natürlich nur für die Corona-Maßnahmen. Also nicht für, das Geld kann nicht zur Verfügung stehen für allgemeine Aufgaben, die wir so haben. Die müssen nach wie vor ganz solide und klassisch finanziert werden. Und auch was die 20 Milliarden betrifft, ist das nicht alles schon ausgegeben, sondern auch da sind wir natürlich solide und versuchen, das auf ein Minimum zu beschränken. Aber Sie haben natürlich völlig recht, die Unterstützungsleistungen, die notwendig sind, die ganzen Beschaffungen, Schnelltests, all die Dinge, die da notwendig sind, auch zusätzliches Personal, das wir gerade im Bereich der Gesundheitsämter fürs Contact Tracing, für all die ganzen zusätzlichen Aufgaben haben, muss natürlich auch bezahlt werden. Das heißt, das ist notwendig. Aber insgesamt wollen wir natürlich von der soliden Finanzierung unserer staatlichen Aufgaben und Ausgaben nicht abweichen. Aber es geht momentan noch über die einfach solide Arbeit der Vergangenheit, dadurch, dass eben Rücklagen vorhanden sind und wir nicht sparen müssen, weil sparen würde ja heißen, immer auch zum Beispiel am Personal. Fast 50% eines Landeshaushalts sind Personalausgaben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja attraktiver Arbeitgeber bleiben im Bereich der Schulen, Polizei und so weiter und so fort. Das heißt, wichtig ist, wir brauchen nach der unmittelbaren Corona-Krise einen zügigen Neustart im Bereich der Wirtschaft, dort, wo es eben holpert momentan. Und da ist eben der Blick auf Hightech, auf die Hightech-Agenda, auf die Zukunftstechnologien gerichtet. Und ich glaube, dass wir da schon gut aufgestellt sind. Das Statistische Landesamt hat heute veröffentlicht, dass die Insolvenzen im Bereich der Wirtschaft nicht so stark gestiegen sind. Die Privatinsolvenzen sehr wohl. Kommt die Wirtschaft da durch mit einem blauen Auge? Ich denke, das wird man sehen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Insolvenzantragsfristen ja ausgesetzt wurden, jetzt hintereinander ein paar Mal, was natürlich auf Dauer auch nicht geht, aber jetzt in der akuten Krisenphase durchaus sinnvoll ist. Das heißt, man wird da erst in einer gewissen Zeit eine Bilanz ziehen können. Was natürlich erfreulich ist, dass ja nicht alle Bereiche der Wirtschaft gleichermaßen von der Pandemie krass betroffen sind, sondern bestimmte Bereiche, Gastronomie, Einzelhandel, der ganze Kulturbereich natürlich, der Veranstaltungsbereich, der ist natürlich krass betroffen. Daran angehängt etliche mittelbar, die halt zuliefern in dem Bereich der Gastronomie oder Dienstleistungen dort ausführen. Aber viele Bereiche sind nur indirekt betroffen, entweder weil Personal beispielsweise erkrankt und deshalb nicht zur Verfügung steht oder weil insgesamt das Ausgabeverhalten der Bevölkerung geringer ist. Das heißt, man kann schon damit rechnen, dass wenn wir das Infektionsgeschehen auch niedrig halten, und das ist ja der wichtige Aspekt, dass eben nicht Mitarbeiter fehlen, die nicht in Arbeit gehen können oder weil die Kinder krank sind und Ähnliches, dass man diese Bereiche auch einigermaßen verschont vor härteren Einbrüchen. Gerade die Wirte und die Kulturschaffenden sagen ja, wir sind nicht die Corona-Treiber. Da, wo wir das geordnet zulassen, ist es besser als zum Beispiel das wilde Picknick mit 5 Familien an der Isar. Und bei uns läuft es so ab, dass man es nachvollziehen, kontrollieren etc. kann. Das müsste doch eigentlich möglich sein, da so einen kleinen Hoffnungsschimmer auszusenden, wenn das wirklich gut kontrolliert und nachvollziehbar ist, dass das vielleicht sogar der bessere Weg ist als, sage ich mal, die illegale Party auf dem Parkplatz. Stimmt natürlich auf der einen Seite, weil diese ganzen Hygienekonzepte, die ausgearbeitet wurden, in der Regel wirklich gut sind. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass die Infektionsdynamik der Pandemie derzeit einfach noch zu hoch ist, als dass diese ganzen guten Konzepte schon unmittelbar wirklich greifen würden. Weil wenn alle guten Hygienekonzepte greifen würden, dann dürfte man ja eigentlich nicht in der dritten Welle sein. Und diesen Widerspruch, den muss man immer vor Augen haben, was auch damit zusammenhängt, dass es sehr schwer ist zu sagen, in dem Bereich oder in dem Bereich finden keine Infektionen statt.
Denn 80% der Leute wissen nicht, wo sie sich angesteckt haben. Nicht, weil die Behörden das nicht gut machen, sondern weil, wenn sie die fragen, ihnen das nicht sagen können. Der weiß nicht, war das jetzt dort oder dort oder dort, was im privaten Umfeld oder was im beruflichen Umfeld, was in der U-Bahn. Und wenn ich das nicht sagen kann, kann ich auch nicht ausschließen, dort kann ich mich nicht anstecken oder dort oder dort. Das ist so ein bisschen, man muss aufpassen bei diesen ganzen Punkten, dass man halt sich nicht selber ja, gewissermaßen in die Tasche lügt, sondern man muss sich bewusst machen, wenn das Infektionsgeschehen insgesamt zu dynamisch ist, zu hoch ist, dann sind alle Bereiche betroffen. Darum ist es wichtig, das runterzudrücken. Dann können auch wieder die Öffnungskonzepte wirken. Dann kann das individuelle Konzept der Gastronomie wirken, weil dann die Gefahr nicht ist, dass sofort wieder explodiert. Und die Balance immer auszutarieren, ist das, was ja, die Geduld von uns allen erfordert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Geduld, dass Sie so viele Fragen beantwortet haben für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Herr Herrmann. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch viel Freude mit dem Programm von München TV.